Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstaffer natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft am Sonntag auf den SK Rapid Wien in der 32. Runde der österreichischen Bundesliga. Also, schon wieder gegen die Hütteldorfer. Es ist ja ein bisschen Déjà-vu. Das Cup-Spiel ist ja noch nicht allzu lange her, wo wir Rapid ja mit 3:2 dann auch aus dem Bewerb rauskicken konnten, nach Verlängerung wohlgemerkt. Also es war ja wirklich ein sehr, sehr spannender Fight. Und wenn diese Partie in der Liga nur ansatzweise so dramatisch wird wie die Cup-Partie, ja dann gnade uns Gott und hoffentlich gibt es keine Herzinfarkte am Wochenende. In der Bundesliga sieht es ja aktuell für unsere Blackies tabellarisch immer noch gut aus, auch wenn man gegen den WAC einen Rückschlag hinnehmen musste, der wirklich wehgetan hat. Das 1:2 wollen wir an der Stelle nicht so weit aufarbeiten. Auf jeden Fall haben die Rapidler diesen Ausrutscher unserer Schwarz-Weißen nutzen können und haben 4:1 ihrerseits gegen die Admira zu Hause gewonnen. In der Tabelle heißt das, 5 Punkte sind es noch Vorsprung für unsere Blackies auf die Hütteldorfer. Die könnten mit einem Auswärtssieg in Graz auf 2 Punkte rankommen. Mit diesem Worst-Case-Szenario wollen wir uns da aber natürlich noch nicht beschäftigen, sondern gehen wir erstmal mit ein paar positiven Dingen an dieses Video. Zum Beispiel hat es personell ein paar Neuigkeiten bei unseren Blackies gegeben. Zum einen verlängert Stefan Hierländer doch vielleicht sogar etwas überraschend seinen Vertrag bei unseren Jungs bis 2021. Also er bleibt ein Schwarz-Weißer. Er wurde ja doch mit Rapid und auch der Austria in Verbindung gebracht. Der ein oder andere hat sich sicher schon gedacht, mich eingeschlossen, okay, Hierländer wird wohl weg sein, weil sich die ganze Verlängerung da wirklich schon so lange hinzieht, aber wir wurden alle eines Besseren belehrt. Mich freut das wahnsinnig, für mich Hierländer nicht nur ein sympathischer Kicker, sondern auch sehr wichtig für die Mannschaft, ein flexibler Spieler, dem wirklich, der jeder Mannschaft in Österreich gut zu Gesicht stehen würde. Und ja, ich bin sehr froh, dass er weiterhin den schwarz-weißen Dress überstreifen wird. Dann gab es auch einen Neuzugang für unsere Blackies ab kommenden Sommer, also der nächste nach Markus Lagner, nämlich Aflonitis, also Anastasios Aflonitis. Und da wird es vielleicht noch leise ein bisschen klingeln bei manchen. Es ist noch nicht so extrem lang her, dass der schon mal den schwarz-weißen Dress auch übergestreift hat, nämlich im Frühjahr 2016. In der Saison 15-16 war er schon mal kurz bei unseren Blackies unter Vertrag, damals von Olympiakos Piräus ausgeliehen, nachdem uns Michi Madl im Winter Richtung Fulham verlassen hatte. Und er hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Sturm hätte ihn wohl auch gerne verpflichtet, dann kamen aber eben auch Verletzungen dazu. Auf jeden Fall kehrte er zurück nach Griechenland, wurde dann aber auch nicht mehr so wirklich glücklich. Nach einem Abstecher nach Schottland zu Hearts of Midlothian, wenn ich den Verein richtig ausspreche, wo es aber auch nicht so extrem viele Einsätze gab, gab es dann nochmal ein Engagement in Griechenland. Und ja, im Endeffekt war dann sein letzter Verein Panathinaikos Athen, übrigens vor einigen Jahren Europa League und auch vor einigen mehreren Jahren noch Champions League Gegner unserer Schwarz-Weißen an der Stelle unter Vertrag. Und im Endeffekt wurde der Vertrag aufgelöst und jetzt ist er wieder bei unseren Schwarz-Weißen dabei. Also ich würde sagen, eine schöne Geschichte. Mir persönlich hat er sehr gut gefallen. Knapp 2 Jahre ist es ja jetzt her, seit er wirklich in Graz gespielt hat. Wurde auf Anhieb Stammspieler und ich finde, ein guter Transfer, wenn er denn an seine Leistungen anschließen kann. Aflonitis ist ja ein großgewachsener Spieler, um die 1,90, also da hat man dann schon einen ziemlichen Baum hinten in der Abwehr drinnen. Also man hofft natürlich da auch auf Kopfballstärke, unter dem Aspekt auch, dass uns Scheusengeier unter anderem verlassen wird, ist es sicher, keine schlechte Personalie, die da getätigt wurde. Also ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt und ich wünsche natürlich dem guten Aflonitis, dem guten Tassos, ist glaube ich so die Abkürzung, alles Gute in Graz und ich hoffe, dass er uns noch viel, viel Freude machen wird. So, jetzt aber nochmal auf den Fokus, auf das Rapid-Spiel. Im Moment sind ja die Rapidler wirklich gut in Form, die haben jetzt, ich glaube, den 5. Sieg oder was am Stück jetzt eingefahren gegen die Admira zuletzt. Auf jeden Fall merkt man, es läuft langsam bei den Wienern. Sie wollen uns doch mal einholen. Dem gilt es natürlich, Einheit zu gebieten. Zum einen wollen sie auch sicher Revanche für die bittere Cup-Niederlage aus ihrer Sicht. Und im Endeffekt hat Rapid natürlich einen guten Kader, aber unsere Jungs sind da, glaube ich, auch nicht so schlecht aufgestellt. Personell
Ja, sieht so aus, dass hinter den Einsätzen von Brighton und Bonchi und Jakob Janscher noch ein Fragezeichen steht. Also Stand jetzt eben sind sie noch nicht bei 100% beziehungsweise ein bisschen angeschlagen. Mal schauen, ob sich das bis Sonntag ausgehen wird. Da bin ich auch gespannt. Wünschen würde ich es mir auf jeden Fall, aber auch wenn die beiden ausfallen sollten, hat man noch genügend Qualität zur Verfügung. Esse ist natürlich so der erste Name oder auch Daniel Alada, der gegen seinen Ex-Club auch ganz gut, ganz gerne einnetzt. Und natürlich dann nicht zuletzt die Bilanz gegen die Rapidler, die ist ja wirklich sehr gut in dieser Saison. Man hat noch kein Spiel gegen die Hütteldorfer verloren in der Liga und auch eben im Cup. Im Cup das 3:2, wie schon erwähnt. Und eben in der Liga einen Sieg eingefahren, das sogar in Hütteldorf und zwei Unentschieden. Also eigentlich gibt es keinen Grund, warum unsere Blackies da Angst vor der Partie haben sollten. Und ja, ich glaube auch, die Stimmung wird wieder sehr, sehr geil werden. Das Stadion dürfte voll werden, gehe ich mal davon aus. Und wird sicher. Coole Stimmung, wenn das Wetter noch einigermaßen mitspielt. Dann steht einem großen und herrlichen Fußballfest nichts im Weg. Dann fehlen ja nur mehr die 3 Punkte für unsere Jungs. Also, in diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir. Und ja, wir sehen uns dann einfach nach der Partie hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen! Gamer Burschen und bis dann. Ciao, ciao.